Mein Name ist Thomas Mohi. Ihr seht mich hier am Flussufer beim Ernten des verholzten japanischen Staudenknöterichs. Das ist eine eingewanderte Pflanze, die sich auch in Deutschland sehr stark ausbreitet. Hier wächst keine andere Pflanze mehr. Deshalb heißt es, aufpassen, dass man sie nicht noch mehr verbreitet, indem du die Blüten sorgfältig abschneidest. Wenn genügend Baumaterial zusammen ist, mache ich ein Bündel und bringe es in das Atelier. Nun kannst du die langen Knöterichrohre mit einer Eisensäge in kürzere Stücke schneiden. Wenn du einen Akkuschrauber zur Verfügung hast, kannst du Löcher hineinbohren oder mit einem Stichel vorsichtig Löcher hineinstechen. Das Material ist sehr weich. Mit Weißleim lassen sich nun dünnere Stücke einleimen. Lasse den Leim trocknen und verwende nur wenig. Die Rohre werden nach unten dicker, sodass du sehr leicht Steckverbindungen herstellen kannst. Leichtes Hineindrehen verhindert, dass die Rohre brechen oder reißen. So, hier siehst du, was alles daraus entstehen kann. Jetzt zählt nur noch deine Fantasie. Mit einem scharfen Cuttermesser lassen sich die Rohrstücke der Länge nach leicht spalten. Erst halbieren, dann nochmals halbieren und eventuell nochmal. Schließlich lassen sich noch schmalere Stücke schneiden, die jedoch noch immer recht stabiles Baumaterial abgeben. Achte dabei auf deine Finger und schneide immer weg von dir. Drehe die Stäbchen so, wie du das hier siehst. Die Stücke lassen sich mit einer Schere schneiden. Nun hast du schon eine ganze Menge an Baumaterial. Vielleicht möchtest du dich an einem Modell eines Hauses versuchen? Hier siehst du eine Einfallkonstruktion. Hierfür ist eine Heißklebepistole hilfreich. Es funktioniert jedoch auch mit Weißleim fix und fest. Fertig ist die Grundkonstruktion einer einfachen Bretterbude. Jetzt nur noch eine Tür, ein Dach und ein Schild. Fertig ist die Rumbude. Für die Stabilität extrem wichtig sind die Eckverstrebungen mit den sogenannten Kopfbändern. Hier seht ihr den Modellbau eines Kirchengebäudes. Wichtig auch hier die Geduld und warten, bis der Leim ein wenig abgebunden hat. So lange einfach festhalten. Hier siehst du nochmal die Werkzeuge, mit denen ich im Atelier arbeite oder bei Schulworkshops dabei habe. Diese Dinge findest du in dem Kulturbeutel, dem Workshop to go, eine Säge, ein Stichel für die Löcher, Weißleim fix und fest, einen Cutter und natürlich unterschiedlich dicke und lange Stücke vom japanischen Staudenknöterich. Wenn ihr eine ganze Klasse seid, könnt ihr euch auch an größere Projekte wagen. Mit ganzen Stangen lässt sich sehr leicht in die Höhe bauen. Kreuzverbindungen stabilisieren die Konstruktion. Die Verbindungen gelingen sehr leicht mit Draht. Noch einfacher ist es, einen Drillapparat zu verwenden.
mit dem sich schnell vorgefertigte Drahtstücke verzwirbeln lassen. Nur die Drahtschlaufen um die Rohre legen, den Drillapparat einhaken und ziehen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Modellbau mit deinem Kulturbeutel, dem Workshop to go oder beim Bau eines größeren Objekts mit deiner ganzen Klasse, wenn dein Lehrer das Projekt Bauen mit fremden Pflanzen buchen möchte.